Und ja. Willkommen zurück. Huhu. Hallo. Na? Ja, wir haben in der letzten Folge ja die ganzen Grundaufgaben erledigt und erstmal die Hühner hier eingesperrt, wo die natürlich nicht rauskommen, weil keine Löcher irgendwo sind. Nein. Ja? Nein. Ach, hier kommen sie nicht durch. So fett gefüttert, aber die haben keine Chance zurückzukommen. Genau. Dann kommen wir raus. Ich zeige dir. Hast du den Kühlschrank abgerissen? So, und dann haben wir hier, das ist bloß Deko, der kleine Stall hier. Weil den mögen wir nicht, weil im Endeffekt auch nee, so hier. Das ist viel zu eng für die Armtiere. Ja, hier. Ui. Ja, dafür kann man gebrauchen, um ein bisschen Spaß zu haben. Und dann haben wir hier 3-4 Bäume ja weggenommen in der letzten Folge und haben die schon mal alle eingesammelt genau, hier. Kleines Lager vorbereitet haben. Genau, bisschen was gesehen. Bisschen was gesehen schon. Ja, eine kleine, langsame Säge, aber mit der Zeit kommt auch eine bessere. Genau, damit das ein bisschen vorangeht hier. Genau. So. Hinzu. Genau, regnet ja. Wichtig. Und jetzt wollten wir zum Jäger, weil wir wollen gerne die vernünftige Waffe haben. Aber trotzdem erstmal noch die Box mitnehmen. Die Box mitnehmen, genau. Sonst können wir das Fleisch nicht gut lagern. Das bin ich sonst noch nicht. Ja, hast du ja nicht gemacht. Ja, ich dachte mir, damit wir ein bisschen vorankommen, damit es schneller geht. Auf Rügen mit Licht. Der Jäger war irgendwo nach rechts weg, ne? Ich glaube nach rechts. Ja, nach rechts auf jeden Fall. Ungefähr, glaube der war hier oben. Ist der gewesen. Ja, ich glaube hier geradeaus, dann rechts am Laden vorbei geradeaus. Und da geht's dann irgendwo. Nee. Schade. Warum? Ja, das ist eigentlich so. Na gut, ich denke, die sich erstmal die Landschaft. Besser? Fühlt sich jetzt gut? Nee, jetzt nicht. Das ist doof. Wieso? Ja, das sieht sehr elegant aus. War eine gute Landung. Okay, der Laden und ich glaube hier vorbei, ne? Hier ging das so lang zum. Ja, irgendwo müsste es rechts Feldweg hochgehen. Aber. Stimmt, ist ja noch so ein Feldweg. Ja. Ich glaube hier vorne. Ja, genau da. Ja. Hier müssen wir jetzt rein. Hoch. Und dann geht es langsam zum Jäger. Okay. Don't drink and drive. Ja, sehr langsam. Schön grün mit Eistee. Ja, alles gut. Alles gut. Hey YouTube, alles gut. Ja, wir wollen unbedingt das Gewehr haben, damit wir weniger Munition nachher verbrauchen. Genau. Ist aber kalt. Aussteige. Dann gehen wir mal zum Jäger. Hallo Jäger, ja. Drücke D, um zu sprechen. Jagd. Jagd schon annehmen? Nee. Er ist Flinte, ne? Wir können alles gleich annehmen. Ja, genau, ne? Man kann alles Jagd gleich annehmen. Annehmen. Sprechen. Kaninchen annehmen. Genau. Sprechen. Auf Wiedersehen, das hast du schon gemacht. Gut. So. Wiedersehen, aber warte. Ich mach nur Scheinplatz. Ja, und dieses Gewehr. Aua! Wir gehen. Wolf! Er hat mich in die Ecke gedrängt. Ich komme hier nicht weg. Ich muss erstmal die Knarre. Oh nein. Sollst du nicht auf mich schießen? Der Wolf ist aber warte mal, da hinten. Da sehe ich ein Kaninchen. Kann ich da schießen? Kaninchen. Nein. Fang es. Nimm es. Da hinten. Ja. Ich hab da hinten. Ich hab's fallen lassen. Siehst du es da? Oh. Wo ist es da hinten? Fang! Wo ist es hinten? Siehst du es? Ja. Ach nee, mit der Taste. Bin Idiot. Wo ist es? Hab's. Hast du es? Ja. Reinbringen? Ja, genau. Gleich abgeben. Sprechen. Gleich abgeben. Fragezeichen. Ich habe das Kaninchen besorgt. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich und das 200 Dollar. Komm, Schere nehmen. Annehmen. Zack. Oh nee, das hat noch nicht dazu gezählt. Genau. Nein. Aber Wildfleisch. Heute. Hat's. Genau, Wildfleisch brauchen wir 8 Stück. Hier haben wir schon mal 2. Was? Können wir das nicht hier vorne hinlegen? Wir müssen nicht gleich in die Truhe packen. Ja, wir müssen eh noch rumfahren. Jeweils 1, ist auch gut. Mal, vielleicht sieht man ja den Kaninchen schon irgendwas. Was guckst du? Was willst du gucken? Nein, ich hab nur geguckt. So, wir müssen jetzt erstmal Tiere jagen gehen. Ja. Mal schauen, wo welche sind.
Das kriegen wir hin. Darf ich aus. Apropos ausgehen. Sagt die eine Kerze zur anderen. Wusstest du, dass Wasser für uns gefährlich sein kann? Sagt die andere. Davon kannst du ausgehen. Witzig. Guter Schenkelklopfer. Mhm. Oh ja. So, Will, soll ich hier mal querfeld einfahren? Mal Richtung Baumarkt, genau. Schon beim Baumarkt. Nee, jetzt müssen wir. Wo willst du denn? Weiter geradeaus? Nee, noch. Ich fahre einfach weiter hier. Ich würde nach links fahren. Kannst du aber nicht. Echt? Nee, ich fahre. Da du fährst, ja. Wir sind links. Ja, richtig. Noch weiter. Links, links, links. Und ein Stück. Weiter links, weiter links, weiter links. Machen wir da ein bisschen hoch. Ui. Muss aber gucken, wo hier was ist, ne? Ja, ich gucke ja schon. Aber noch sehe ich nichts. So langsam. Geht man noch, halte ich mal ein bisschen zwischen Straßen. Fahren wir hoch, fahren wir den Berg hoch. Wir fahren den Berg hoch. Wir hier mit. Hier sind wir doch schon am Rand der Map. Am Rand der Map. Warte, guck mal kurz auf der Karte. Okay, vollkommen falsch. Ja, meine ich nämlich. Ist rechts. So, und jetzt. Nee, noch ein Bäume jetzt. Weit rechts. Achso, ja, alles klar. Deswegen wollen wir die Runde mit der Anzeige. Zack, wieder aufgestellt. So, 360. Nochmal auf die Karte. Rechts. Und geradeaus. Machen wir. Noch ein Stück weiter rechts, bitte. Jawohl, warte. Hier sind überall Bäume. Ja, bei der Renn, bei unserer Rennschwelle. Festgefahren. Ja, ja, wir sind gerade bei unserer Rennsch. Und da ist immer noch der Bombenweg. Mhm. Soll ich ihn fällen für dich, oder? Geht schon, geht schon. Sicher? Kannst du während der Fahrt einfach mal die Axt raushalten. Oh, das sind nicht der Wald. Ah, oh. Ja. Mhm. Ach so. Schaffst du es noch? Ja. Mir ist gerade eingefallen übrigens für unsere... der Chat ist ein bisschen unkreativ. Deswegen haben wir für unsere Ranch noch keinen Namen. Ja, stimmt. Da haben wir leider immer noch keine Vorschläge. Hält mir gerade ein. Geradeaus, 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 aber trotzdem noch rechts halten. Ja. Wenn möglich. Wenn möglich, bitte wenden. Noch weiter rechts halten, bitte. Ja, so ungefähr. Da, Wolf, Wolf. Ich weiß nicht wo, ich habe nichts gesehen. Steigen. Ach, da. Hab ihn. Was? Da, Reh. Ich laufe hinterher. Reh brauche ich jetzt nicht. Hab ihn, hab's. Guck mal mit der Box zum Wolf. Wo hast du Start, den? One Kill. Genau. Da gibt es leider nur ein Stück. Nee, genau. Oh, gibt es zwei. So, ein Raubtier haben wir schon mal getötet. Ja, ich hole das Weh. Mach das. Wir brauchen noch vier Raubtiere. Zack. Na. Hast du schon wieder geschossen? Reh! Hast du es denn jetzt getroffen? Weiß ich nicht. Nee. Nee. Nee, 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 bleib stehen. Hey, Munition! Wir haben nicht so viel Geld. Doch, doch, das geht schon. Das geht klar. Aber das hat jetzt mehr gebracht, als ich verballert habe. Komm, sei ehrlich. Na. Huch, nee, das wollen wir nicht. Was ist das denn? Ich weiß nicht mehr, was da liegt. Die Hops, die Hops. Auf der Map, wo wir sind. Okay, wir müssen nach links. Was ist das, die Richtung? Komm denn hier, junger Mann? Okay, ich habe die Karre an. Die muss ich natürlich jetzt mal weglegen. Das kann ich jetzt auch noch stellen. Ja, Safety first. Ja, das ist richtig. Oh, ein Wolf. Sehr schön. Sehr schön. Ich sehe den ein. Hier sind aber viele Wölfe, kann das sein? Ja, überraschend viele. Ne? Eigentlich sehe ich Wölfe sonst immer selten bei dem Spiel. Ja. So, schauen wir mal. Genau, jetzt geradezu. Jetzt müssen wir nur geradeaus. Nicht in der Mitte.
Sie nicht. Mal so, so halten. Und über den Hügel noch. Dann der da. Steigen, Waffe ziehen. Warte, warte, warte. Lass ihn noch zu kommen. Wir wollen ja nicht so weit schleppen alles. Muss ich mal nachladen. Ne? Zack, gleich 4 Stück Fleisch. Das ist das gut über den Bären. Das stimmt. Steht bei ihr auch 3 von 5 getötet? Ja, ne? Gut. Ja, 3 von 5. Lauf schon mal voraus, ich guck mal, ob ich was sehe. Gut. Sicherheitshalber. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich theoretisch so ein wenig im Bärengebiet. Ah, siehst du gleich noch ein Bär? Genau, wunderbar, ich helfe dir. Ja, danke. Siehst du, der greift. Nee, der haut ab. Der hat Angst. Hast den Baum getroffen, kann das sein? Oder du? Nee, ich habe nämlich da gerade gar nicht geschossen. Okay, dann habe ich den Baum. Der ist schon mal tot. Kommst du mit dem Auto? Ich gehe mal gucken, ob ich hier noch eins sehe. Ich sammle den schon mal ein. Muss noch einen Bären finden. Oder ein Wolf. Dann haben wir das nämlich schon erledigt schon mal. Mhm. Wir haben bloß noch 4 Plätze frei in der Kiste. Das reicht ja, geht auch für einen Bären. Aber ich sehe hier nichts. Nee, ich sehe auch gerade keinen. Schießt du schon wieder auf Rehe? Nein, haben Wolf gefunden. Das Dreh jagt bestimmt, oder? Mhm. Ganzes Stückchen weg von mir. Muss nur bloß merken, wo das andere Viechchen war. Ist ein Wolf? Ich habe einen Baum gefunden. Wolf hast du nicht. Wolf hast du nicht gefunden. Und ein Reh, warte her. Da ist das Reh, da ist der Wolf. Ja, da rennt die gut lang. Er ist schon wieder. Hat den Wolf. Das wird nicht weiter garantieren. Hab das Reh. Naja, habe ich gemerkt. Zeugen? Ich wollte schon mal hinten. Ja. Zu einsammeln. Ja, die hier jetzt auf. Ein Stück liegt da noch und ein Reh liegt da hinten irgendwo noch. Hier ist ein Stück, habe ich. Ich stand kurz drauf. Ist echt drauf, ne? Ja, Fleisch ist geil. Die da hinten ist noch. Hast du da noch eins getötet? Ja. Aus Versehen. Sowas. Aus Versehen, na klar. Ist mir vor der Flinte gelaufen. Ja, ja, logisch. Die hast du ja vorher noch nicht gezogen, die Flinte. Ach, da ist es. Es ist hier umgefallen, Altersschwäche oder sowas. Hier vorne, bei mir. Nach rechts. 90 Grad rechts. Links? Ja, links, das andere rechts, genau. Das andere rechts. Hm. Bist du nicht. Ja, hier jetzt. Genau. Da bist du. Warte, ich komme. Achso, du hast schon behäutet. Mhm. Schade. Ich dachte. Retzi, danke für dein Follow. Danke, danke, danke. Aber der Alert gar nicht an. Ich habe die Alerts noch gar nicht an. Von ich habe die auch ausgemacht wegen der Einnahme. Ist das was? Was du brauchst? Ja, aber lassen wir sowieso aus. Für okay. Die Aufnahme. Haben wir jetzt an? Entschuldigung, das ist ein Plan. Ja, müssen wir haben, ne? Ja, sicher? Ja, ja, ja. Hat noch was vor? Nee, nee, nee. Gut, dann wieder ab zum Liga. Wir hätten uns ja mal markieren sollen, ne? Ja, wo muss ich lang? Sag mal. Na, da, guck mal, wenn wir sagen, zeig das an. Will ich mich navigieren? Ja, wenn, wenn ich links sage, dann fährst du eh rechts. Ja, das stimmt. Das kann ich gut. Warte mal klein, weil wir wollen ja ein bisschen auch was von der Landschaft sehen. Uiuiuiui. Oh, ah.
das war knapp. Bejewitzka. Gut. Ja, aber den nimmst du mit, ist klar. Ja, na klar, der stand da so. Linke, ich überhole. Achtung, links. Da lang? Nee, ja, doch, ne? Oder? Ja, ist noch richtig. Jetzt wieder links. 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 Danke. Und da komme ich in das Auto. Geradeaus. Aber am Laden vorbei. Diese Plastik. Ah, jetzt ist es bei mir auch markiert. Also ich sehe es gerade hier. Was war da? Das ist bei mir zum Beispiel gar nicht markiert. Und weil der rechts muss, links muss. Warte jetzt. Okay, jetzt. Rechts, links, Menschenskinder. Ja, ja. Diese Wälder. Richtung Osten. Sieht das nicht schön aus? Guckt euch mal an, wie die Sonne steht. Jetzt schreit ihr gerade im Weg mit seinem Kopf. Berge, herrlich. Boah, der Qualm vom Auspuff, oder sind die Reifen hier? Weiß ich nicht. Herrlich, herrlich, sagt er. Wenn das erstmal alles betoniert ist bei uns auf der Farm. Betoniert? Kann man das? Nein, leider nicht. Aber schade. Nach Parkplätze brauchen wir. Ganz leider aber nur auf Holz bauen. Ja, dann hat er das Holz. Ist ja egal. Carport können wir schon bauen. Hauptsache Bäume fällen. Ja, ohne Ende. Und so weit weg wie möglich von der Ranch. Dass ja. Schön natürlich bei uns aussieht. Stimmt. Ja, ja. Oh. Langsam. Der ist langsam. Sind doch schon da. Steig schon mal aus. Tschüss. Das Auto ist irgendwie weggerutscht. Nehme ich mal eine Box da rein. Sprechen. Ich habe Raubtiere getötet? Fragezeichen. Kann ich das Jagdgewehr haben? Geil. Geiles Deutsch, ne? Ja. Ich habe das Baumaterialien besorgt. Ist noch besser. Ne? Ich habe das Baumaterialien besorgt. Ja. Wahnsinn, noch besser. Auf Wiedersehen. Sollen wir mal hier? 5 Stück Fleisch haben wir in unserer Box drin. Dann können wir die anderen drei gleich mit reinpacken. Nachladen. Lade nach. Was aussieht. Oh, so der eiskalte Blick dazu vor allem. Ich auch das Gewehr. Noch schreit. Der kam von oben. Kam wieder angelaufen. Wieder so ein richtiger Assi. Weißt du, was ich vielleicht mache? Ob wir nochmal nicht so. Jo. Oh, das ist Rahmenbär. Warum denn? Ist beruhigend. Wenn ich uns gleich nochmal 200. Was so denn? Ja, sehr beruhigend, das war eben. Wie zusammenstehen, das ist nicht schön. Ja, egal. Wohin? Wieder. So Ranch oder verkaufen? Ja. Ja, gut, dann, wir können vorbeischauen, da hast du recht. Beim Best Burger. Können wir vorbeischauen. Wir haben jetzt $1,371. Alter, krass, scheiße. Nicht schlecht. Haben wir noch eine Quest? Nein, 11 haben wir schon abgeschlossen. Perfekt. Huch, da lag wohl ein Stein. Ja. Dann können wir einen großen Hühnerstall bauen jetzt oder was oder wie oder wo. Dann ein paar Hühner kaufen oder wie verbleiben wir da nun? Nee, erstmal eine Maßnahme, ja. Okay. Würde ich so sagen. Würden wir damit anfangen, damit wir ein paar Hühner schon mal haben, ein paar Eierchen sammeln können. Oh. Ja, das ist ein guter Anfang. Also damit würden wir anfangen, danach würden wir auf Schweine gehen. Richtig. Also auf Stratti. Nein. Was denn? Hm? Wie oft sind das? Du bist gerade am Burgerladen vorbeigefahren. Ja, ich dachte, aber das war ein bisschen voller hier jetzt links von uns. Ich dachte, da ist ein. Ja, sei denn, du möchtest noch die Farbe von unserem Auto ändern. Boah, trifft gegen. Statt ich da normal rein. Guck mal, was Multiplikator ist. Hähnchenfleisch, Milch, leider nein. Lohnt sich nicht. Nee, eigentlich lohnt sich nicht. Dann nehmen wir es wieder mit oder mit. Aber wir brauchen eigentlich Geld. Die Nachtkraut. Eigentlich brauchen wir Geld. Doch, komm, wir verkaufen. Wir sind jetzt leider noch zu gezwungen. Immerhin, jetzt haben wir trotzdem 1700. Schön. Bist du abgehauen? Hallo? In die Richtung. Ihr kommt nicht hoch hier rückwärts. Was ist denn? Zu Hause?
Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Da! Schön drumherum die ganze Zeit. So, ab nach Hause, wird schon wieder dunkel. Ja. Wie geht's nach Hause? Jetzt ja. Verrate ich dir nicht. Ich glaube, du brauchst es gefunden. War ich richtig? Kannst sagen. Jetzt war ich jetzt geradeaus. Du kannst auch für die Map einfach bloß auf M drücken und mal die Map auf. Gut, dass ich das Spiel schon viel länger spiele. Ja, jetzt lebt es abbiegen. Wie geht's schon los? Wer will ein? Nee, nee, hier ist unser Weg. Ist schon so dunkel, ich mach mal Licht. Du hast ja kein Licht an dem Auto, ne? Ach, okay. Schön, hey. Wie ihr gesehen habt, wir sind gerade an der alten Bushaltestelle vorbei. Ne, wir kennen sie nicht. Die legendäre alte Bushaltestelle. Wo wollen wir überhaupt hin? Ich gehe mal kurz früh hin. In der Tiger hier, ich hab gut, dass ich sicher nicht bin. Nee. Oh, 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 oh. Was sehe ich denn hier? Was sehe ich denn hier? Zwei Eier! Ja, zwei Eier hinter. Feines Hühnchen. Ey, was hast du noch? Das wollte mich angreifen. Nee, wollt's nicht. Sag ich, hier liegt noch ein Ei. Kann ich auch noch mal hier? Scheiße. Das geht ja, das flog nicht ganz gut. Ja, fliegen das ganz gut. Ausfindig, Leute. Direkt in den Scheiße. Alter. Das ist ja Drecksschweine. Hier ist auch noch eins unter dem Schreibtisch. Sehr schön. Ich mach mal doch Licht an. Ach, jetzt so wollen wir. Ja, wegen der Scheiße. Ich meine doch, dass es unseren Tieren gut geht. Also entfernen wir die Scheiße. Den geht's auch so gut. Je mit einer Baracke. Wie soll es denen hier gut gehen? Der Scheiße brauchst du nicht wegmachen. Lüftung ist perfekt. Sie geht ja nicht in den Geruch. Und was denn? Das ist ordentlich los. Ja, wenn sie wieder raufsteht, war so klar. Das war so klar. Schlaf. Geht. Weiß ich nicht, leg dich hin. Mir ist kalt. Komm zu mir. Bitte. Erwartungsfreudig. Da hat er die Schuhe. Was hast du für Schuhe an? Sind das die neuen von Nike? Na gut, ich komme. Genau. Jetzt haben wir schon einiges geschafft. Ja, das ist schon sehr viel Premium. Na, nach oben. Aus. Ja, wollen wir erstmal planen, wo wir den Hühnerstall denn hinsetzen? Was meinst du? Eigentlich schon, ne? Ja, sehe ich aus. Da? Einfach so irgendwo da. Wollen wir es nicht ein bisschen parallel vor unserer Übergangshütte? Wieso parallel oder wollen wir daneben setzen? Können wir auch noch ein paar Bäume schlachten. Daneben? Welche ist Hütte? Rechts daneben? Weiß nicht. Weil irgendwo müssen wir uns auch Platz für Felder lassen. Wir haben noch ganz viele Schweine dann irgendwann und Kühe. Ich würde später ganz vorne, wo jetzt das abgebrackte Haus steht, da würde ich unseren Fuhrpark hinsetzen. Genau. Aber da sind wir noch weit, weit von entfernt. Also ich würde vielleicht wirklich sagen, so hier, so ungefähr, wie ich so stehe, am Anfang. So mitten rein. Mitten auf dem Platz. Die Hühner sind unser Mittelpunkt, oder was? Warte mal, zurück. Wir machen. So. Kurz Bauplan hier. Zack. Ja, so hier würde ich mit dem Zaun anfangen. Hühnerstall. Hier, wo ich jetzt stehe. Ja, Hühnerstall ungefähr im Großen wollten wir, ne? Metall passt ja ganz schön viel, ne? Dann gehen wir noch weiter durch. Haben wir bloß in den teuren. Feuerstand. Ja. Ja, der große. Der große. Ist hier vorne oder ist? Nee, ich würde da, wo ich stehe, würde ich mit dem Zaun anfangen. Ich stehe im Weg, dann kannst du nichts setzen. Erst den Zaun ziehen oder was? Nee, du kannst das schon, aber da, nicht da, weiter hinter mir. So, da willst du den Zaun.
Aber du stehst genau parallel zu dem Ding? Ja. Ungefähr, ja. Also dann hier so. Der hat noch genug Platz dazwischen dir zum Zaun. Nee, du setzt mal hin. Hm? Ja, würde ich sagen. Ist gut. Oh, okay. Metall brauchen wir ja dann auch noch. Ne? Das müssen wir noch mal. Aber wir müssen eh jagen gehen. Weil wir müssen jeden Tag erstmal jagen. Stimmt. Bekommen, ne? Ich würde das Holz schon mal reinbuddeln einfach. So viel Holz haben wir auch nicht. Das müssen wir mal sehen. Ja? Ja. Ja. Okay, ich sehe. Okay, ich hole Holz. Warum liegt der hier so rum? Das ist auch nicht gut. Mit. Die Schatten geöffnet. Die fällt auch nicht mehr lange, die Säge. Ja. Ist vielleicht alles so rausgekommen. Ja, aus Versehen. Ich dachte, ich hole die einzeln raus, war aber falsch. Nein, du bekommst gleich dadurch 8 in die Hand gedrückt. Das ist natürlich auch der Vorteil in dem Lager. Habe ich dann auch gemerkt, ja. Ich brauche so lange, du kannst auch einfach mit dem Holz loslaufen. Also das ist wirklich stark und das auch. Na gut. Bin ich. Und der Faule wieder durch, ne? Nee, nicht der Faule. Das ist der Effiziente, der kommt durch. Ah ja, ja, ja. Hast du mal mitgezählt, wie viel du hast, Bill? 8, 16, 24, 32 sind hier jetzt. 4, 5, 6, 7, 8. 40. 40? Echt schon 40? Ja, einmal 8 habe ich schon reingeballert. Super. Hm. Dann ist der so noch fast voll, das ist gut. Ja. Der verbraucht bei der Säge wenigstens nicht so viel. Das ist nachher bei der besseren Säge. Da brauchst du ganz schön viel Benzin rein. Ne, das stimmt. Und zum Glück kostet ja ein Liter nur 1 Dollar. Das ist wahr. Dann gehe ich noch mal kurz nach dem Hügel schauen. Ja, das ist sehr gut. Hier geht's gut. Einmal ist noch Wasser drin und ich. Futter haben sie nicht mehr viel, dann müssen wir morgen wahrscheinlich wieder einen neuen Sack hinkippen. Dann warten wir noch. Wo ist das an oben? Da hinten. Warum bist du hier hinten? Hier geht's gut. Du bist ein Enkelkind. Okay. Du bist ein Enkelkind. Wirklich, schämt sich richtig. Ich schäme mich selber für das Huhn. Wollen wir hier auch noch in unserer Lagerhalle vielleicht noch erstmal eine Lampe reinsetzen oder so, dass man schon auch mal nachts hier noch was machen kann? Das haben wir auch wieder Metall, ne? Ja, aber nur eins. Eins. Dann bleibt aber wir ja eh noch zum Baumarkt fahren und Metall kaufen. Ja, das stimmt. Dann könnte man ja dafür gleich mitverwenden. Können wir gleich machen. Das ist so. Super. 48, 49, 50, 50 brauchen wir, glaube ich, ne? Ja, genau. Dann haben wir jetzt genug Holz. Ja, dann fahr erst mal hin, ich sehe so lange noch weiter. Perfekt. Tja. Den hier rein, rein. Drei brauche ich noch. Drei noch? Ja, habe ich hier. Natürlich bist du das da. Selbstverständlich. Das ist kein Formel-1-Wagen oder sonst irgendwas, ne? Du musst ja jetzt nicht so mit angehen mit dem Auto. Mit Formel-1-Wagen driftet man noch nicht. Eine Rallye-Car ist das. Kannst du, ja, aber macht man im Normalfall nicht. Natürlich, wenn du Weltmeister bist, dann drehst du auch Donuts noch. Ja, Donuts ist aber noch kein Driften. Natürlich kann man das auch als Driften bezeichnen. In Zeitlupe oder was? Gut, Holz ist noch drin. Ja, also langsam fahren. Wollen wir jagen gehen und zum Baumarkt? Ja. Den mache ich noch. Das lasse ich mir nicht gehen. Komm, du hast kurz. Wir haben es schon 11 Uhr. Ja, wir haben noch Zeit. Ich will das wesentlich machen. Ich war ehrlich. Danke. Halt. Der Heckschwolle. Ach so, die Kisten. Ja, ohne Kisten ist auch doof. Ja, das stimmt. Das brauchen wir doch. Ja, danke, dass ich kurz drin war im Auto.
Danke, dass ich kurz drin war. Im Auto? Wisst ihr was? Ich wollte doch nur hinten raus. Und so kann ich wenigstens schon mal die Knarre ziehen. Ja, stimmt. Hock dich mal hin. Sieht blöd aus. Ja, das sieht cool aus. Das geht? Was geht? Soll ich mal ausprobieren? Mach doch. Nein, nein, nicht. Geht. Schade. Ich will den Fahrer erstmal schießen. Leider nein. Baumarkt, ja? Ja, gleich hier haben wir es. Ist ja gleich in der Nähe vom Baumarkt. Das ist schon richtig, den Berg hoch, genau. Was ist da jetzt noch markiert? Ich habe keine Ahnung. Steine. Ja, unwesentlich. Das ist der Jäger, der markiert ist, oder? Natürlich. Siehst du schon? Nee. Oh, wolltest du nicht mehr mit? Nee, ich bin runter. Ja, das war von allein. Ist egal, ich laufe ein Stückchen. Vielleicht sehe ich ja was. Wir haben ein Problem. Ja. Nein. Der Tank ist leer. Nein. Na ja, dann weißt du ja. Können wir uns nicht ein Auto kaufen? Ist der Tank auch noch halb voll? Ja, aber dann können wir wenigstens was holen. Du hast die Tankanzeige doch da. Du bist gefahren. Hast du nicht drauf geachtet? Nee, hab ich nicht. Ja, läuft bei dir. Mhm. Ja, gut. Ja, dann. Wir haben ja noch Kanister an den Ranch. Ranch ist dicht dran. An welcher Stelle? Nicht der gelbe Pfeil? Nee, der rote, ne? Guck mal, wir müssen da über den Baumarkt. Da müssen wir hin. Ja. Ich laufe da schon mal hin. Nichts, okay, dann kann ich gleich mal gucken. Ach, du bist der. Ich bin der Pfeil, okay. Ich bin der rote, ne? Also da. Glaube ich, hoffe ich. Stimmt. Nee, du bist nicht der rote. Nee? Ich bin der rote. Ja, von dir aus gesehen, aber hier so, ja. Ist es genau anders. Gut, dann hole ich mal einen Kanister. Ja. Geil. So passiert natürlich gleich die erste Pleite. Das läuft uns ein bisschen zeitlich zurück. Liebe Leute, oh, auf das YouTube. Passiert. Heißt ja auch Ranchen für Anfänger. Ja, ich denke mal, in der nächsten Folge sehen wir dann weiter. Genau, und, richtig. Hier machen wir jetzt für euch einen kleinen Cut. Tüdelü. Bring den Berg runter. So, Alter.